So, ja, dann begrüße ich euch auch recht herzlich. Und in erster Linie freue ich mich, dass ich wieder eingeladen wurde, Manfred, ne? Also so ganz unfreiwillig war das nicht, denn der Währungsmarkt selbst ist für mich selbst das Spannende, was es gibt oder Spannendste. Und das ist mir natürlich auch ein Anliegen, euch da hin und wieder auch mal Indikationen oder Meinungen von mir zu geben, auch im Big Picture gerade, auf die Geschichte von Manfred in Sachen dessen, wohin die Reise hier gehen könnte. Denke ich mal, kann ich auch Inputs liefern. Wenngleich natürlich hier jeder selbst gefragt ist, da seine Entscheidung zu finden. Ich denke aber, das Jahr 2017, was jetzt just erst begonnen hat, wird sehr, sehr spannend im Währungsbereich. Nicht nur wegen der Trump-Wahl, sondern auch wegen den Zinsentwicklungen weltweit. Da will ich mich aber gar nicht so weit aus dem Fenster legen, denn auch das, was Gregor eingangs sagte, Börse oder auch Finanzmärkte sind ja Massenpsychologie. Und was wir machen, ist praktisch abzulesen, was an der Masse abläuft oder im Massenmarkt sozusagen vor sich geht. Und der Forex-Markt ist ja der größte Finanzplatz der Welt als solcher. Mit einem Mega-Tagesvolumen, ihr wisst das, 5,3 Billionen US-Dollar pro Tag-Dollar werden da umgesetzt. Und das ist dann eine Hausnummer, wo man sagen muss, da ist schon viel Massenpsychologie drin. Wenngleich natürlich hier die Big Banks das große Rad drehen, aber letztlich alles währungsbeeinflusst. Und wie ich auch immer sage, eine Währung ist im Prinzip eine Aktie eines Landes. Ja, so kann man das mal sehen. Also vom Vergleich her, alle die, die jetzt Fans von Aktien sind, können sich sozusagen eine gewisse Adaption vorstellen, wie ich die Währung betrachte, und genauso kann man es auch sehen. Und letztlich, der Chart als solcher verrät uns sehr, sehr viel über mögliche Tendenzen und auch in der Massenpsychologie sozusagen hier durchaus anwendbar und zweckmäßig. Manfred hat schon gesagt, ich bin seit einer ganzen Zeit bei der VTAD, bin praktisch auch der Charttechnik verworfen, wenngleich gerade am Währungsmarkt auch der fundamentale Charakter in Sachen der Zinsentwicklungen ganz, ganz wichtig ist. Ja. Also das ist schon was, wo man sagt, die stehen dann schon noch oben, weil man eben sagen muss, wo geht denn das große Geld hin der Welt? Ja, die Währungsströme als solche. Und insofern ist das natürlich wichtig zu wissen, dass da auch die Zinsen maßgeblichen Einfluss haben auf die langfristigen Tendenzen. Deswegen wird es für den Dollar sehr, sehr spannend. Ihr wisst ja, dass wir gerade beim Euro-Dollar eine gewisse Diskrepanz haben in Sachen Zinsentwicklung. Ob das so bleiben wird, das schauen wir uns dann im Detail mal an. Ansonsten, ich selbst, ich denke, der ein oder andere wird mich auch kennen von den Tätigkeiten. Manfred hat es schon gesagt. Warum das in Englisch ist? Weil der Broker sozusagen kein deutscher Broker ist. Wenngleich wir auch damit spielen, hier in Deutschland auch in Sachen BaFin-Lizenz was zu machen, weil der Deutsche legt ja viel Wert auf sowas. Obgleich auch, es gab ja schon einige Broker, die auch BaFin reguliert waren und trotzdem Schabernack getrieben haben. Als solches, die Regulierung selbst schützt da selbst den Kunden nicht, aber bei JFD 100% Transparenz, das können wir nur sagen. Wir legen jeden Trade offen, den wir an den Markt geben, und spielen niemals gegen den Kunden. Das ist maßgeblich. Und ich selbst handle seit über 4 Jahren bei JFD und bin auch froh, dass ich da einen Broker gefunden habe, der nicht gegen mich handelt oder gar die Trades ohnehin ins eigene Buch nimmt und nie an den Markt gibt. Aber zu viel der, oder so viel erstmal der Vorrede. Wir wollen direkt einsteigen. Ich habe so an die 55 Slides dabei. Nein, ich kann euch beruhigen, so viele sind es nicht, aber es sind ein paar. Deswegen wollen wir gar nicht so viel Zeit verschwenden und gleich mal ins Thema einsteigen. Wie gesagt, Spannung, Aufwertung des US-Dollars vor dem Finale, Fragezeichen. Da, unabhängig dessen, was Manfred jetzt gesagt hat, ihr habt ja eure Tipps alle schon aufgeschrieben, von euch würde ich gerne mal wissen, wer glaubt denn, dass im Jahr 2017 der US-Dollar, der im Übrigen ja, das kann ich schon mal vorwegwerfen, seit einigen Jahren ja eine starke Aufwertung vollzieht, im Jahr 2017 weiter nach oben streben wird? Da macht mal bitte den Arm hoch, wer das glaubt. Der Dollar also praktisch weiter stark im Jahresverlauf 2017. Ich denke, es ist leicht über die Hälfte. Ja, okay, sehr, sehr interessant. Da gehen Sie übrigens konfirm mit einigen Big Banks in Amerika. Merrill Lynch und Goldman Sachs sehen eine Aufwertung im Bereich von 7% beim Dollar. Und das sind, sagen wir, sind keine kleinen Banken, sondern das sind mit die ältesten Banken aus den USA. Und die selbst haben die Prognose rausgegeben, dass der Dollar wohl weiter stark bleiben wird. Ob das so kommt, ich meine eigene Meinung zu, und deswegen schauen wir uns das gleich mal an. Heute auch dabei, im letzten Jahr haben wir Euro-Dollar, US-Dollar-Yen und British Pfund nicht betrachtet, also Euro-US-Dollar, US-Dollar-Yen betrachtet, aber nicht das Cable oder das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, was sehr, sehr interessant ist. Ihr wisst, letztes Jahr Brexit, ja, was noch Folgen haben wird, dürfte, könnte. Da wollen wir uns gar nicht auch in zu viel Spekulationen üben, weil ihr wisst es auch, die Verträge der EU laufen noch einige Jahre und es gibt ja immer wieder ein Stück weit zurückrudern, wie scharf, also harter Brexit, weicher Brexit. Also das Thema wird uns noch eine ganze Zeit begleiten. Aber Pfund US-Dollar, dachte ich mir, ist auch ein Blick wert, denn charttechnisch hochinteressant. Ja, neben dem Euro-Dollar, der interessant werden dürfte, ist auch das britische Pfund interessant, deswegen gleich mal mit dabei. Wie fahren wir durch die nächsten 1,5 Stunden? Manfred, war ein Joke. Die nächsten 30, 35 Minuten. Wir machen einen Rückblick 2016, finde ich ganz wichtig. Wir schauen uns mal an, was ist eigentlich im letzten Jahr gelaufen? Was habe ich gesagt? Was ist passiert? Kann mich natürlich auch irren. Ihr wisst genau, wir arbeiten alle nur mit Wahrscheinlichkeiten.
Ja, also es ist natürlich so, dass ich niemals sagen würde, das kann auch kein Mensch, auch kein Algorithmus oder Maschine, so wird es kommen. Aber man kann Parameter ausloten und eben Triggermarken, wie Gregor auch sagte, definieren im Chart, die einem ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis ausgeben. Und darum geht es ja, einen guten Einstieg zu finden mit einem kleinen Risiko und dem größten möglichen Profit. Und das ins Verhältnis gebracht, bringt uns einen Vorteil und das können wir eben mit der Charttechnik grandios umsetzen. Und das kann der Fundamentalanalyst eben nicht. Ja, das ist der große Vorteil der technischen Analyse, dass uns hier Risikoparameter an die Hand gegeben werden. Sei gegrüßt, Thomas. Also, in dem Zusammenhang schauen wir uns Rückblick an und den Rest könnt ihr euch ja erarbeiten. Die PDF gibt es genauso, wie ihr sie hier auch seht, im Übrigen dann auch, die PowerPoint gibt es dann im Übrigen auch als PDF dann im Nachgang genauso. Also ihr müsst nicht mitschreiben, wenn gleich jemand den Tipp gebe, wenn es einen Geistesblitz habt während des Vortrags oder irgendeine Frage, ruhig mal notieren und dann könnt ihr euch jederzeit dann nochmal das ganze Revue passieren lassen, beziehungsweise mir auch eine Frage stellen gern am Ende oder per E-Mail. Also wie gesagt, wir gehen durch die Währungsmärkte, Dollarindex auch hier, sehr, sehr interessant, deswegen steigen wir mal kurz ins letzte Jahr ein. Und zwar, was habe ich zum Euro-US-Dollar gemeint? Das ist praktisch das Fazit vom letzten Jahr. Ich habe mal ein bisschen schwarz markiert, oder ich kann das direkt mal hier so machen, das ist nämlich ganz toll, sehen Sie das? Wow. Also wenn ein Wochenschluss über 1,15 stattfinden würde, hätten wir ein taktisches Kaufsignal. Das ist nie erfolgt. Das schauen wir uns auch gleich im Chart nochmal an. Also er ist nie über 1,15 per Wochenschluss gegangen. Theoretisch, technisch, und genauso mache ich das dieses Jahr auch wieder, per Weekly Close, also der Wochenschlusspreis ist auch am Währungsmarkt sehr, sehr interessant. Ja, also klar, es gibt 24-Stunden-Handel unter der Woche, es ist jeder Kurs interessant, aber der Wochenschlusspreis ist schon von höchster Relevanz, weil da auch die großen Banken drauf schauen. Und 1,15 kam nicht. Was ist passiert? Wir haben eine große Seitwärtsrange gehabt, aber er ist letztlich unter 1,10 gesackt. Und das war meines Erachtens letztes Jahr schon die Ansage eines Verkaufssignals. Und wir haben ja 1,043, ohne jetzt den Pip oder die Pipette noch weiter auszudefinieren, im Tief gesehen. Und ja, wir haben die 1,05 auf jeden Fall erreicht und die Parität, die Sie hier unterstrichen sehen, ja, ich mach das mal ein bisschen hier so, jetzt wahrscheinlich, oh, so, die 1,00, also die Parität praktisch, die steht noch aus. Frage, wer glaubt, die Parität kommt dieses Jahr? Ja, es sind natürlich fast die gleichen, die mit einer Aufwertung des Dollars rechnen. Okay, ja, war rhetorisch, gebe es zu. Aber okay, die Parität, schauen wir mal, ob ich das ähnlich sehe, weil das Verkaufssignal ist meines Erachtens ja generiert worden und die Marke von 1,00 steht noch aus. Das ist der Chart von damals. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen gut sehen. Ein Monthly Chart auf Monatsbasis, wie gesagt, eine Candlestick-Kerze. Ihr seht den großen Abwärtstrend vom Euro-Dollar seit dem Finanzmarkt, also vor der Finanzmarktkrise 2008-09 und wir sind hier in einem ganz, ganz sauberen Abwärtstrendkanal. Also sehr, sehr schön. Sowas sieht man nicht oft, aber durchaus interessant. Und da waren wir damals gestanden, im Bereich 1,1450, 1,15. Ihr seht die rote Linie im Chart hier oben mit den drei roten Pfeilen. Ja. Und das ist ein ganz klarer Widerstandsbereich. Da wurde das Währungspaar oder der Euro vielmehr immer wieder abgewiesen und ist nach unten gekippt. Was ist passiert? Letztlich ist genau das passiert, was wir erwartet haben. Wenn er da oben nicht durchkommt, dann fällt er idealerweise unter 1,10, idealerweise unter 1,05 und die 1,00, also die Parität, die steht ja jetzt letztlich noch aus. Aber die Idee war eben, dass genau, wenn er oben nicht rauskommt, die Range entweder fortgesetzt wird, die wir ja seit einigen Jahren schon haben. Also ihr seht das ja hier, eine klassische Range, ja. Aber der Fall zeigt nach unten und das ist genau das, wo man sagen kann, jetzt haben wir hier im Bereich 1,05 einen Support gebildet, also die untere Range, und da ist jetzt eben die Frage, prallt er da wieder nach oben ab oder taucht er da durch? Also von der Meinung des Publikums her, so wie ich das jetzt eben mit einem leichten Überschwang gesehen habe, in Richtung dessen, dass es da wohl doch durchgeht und wir die Parität sehen. Den Chart, wie gesagt, schauen wir uns im Nachgang gleich nochmal genauer an. Ihr seht ja, wohin die Reise noch gehen kann. Letztlich ein schöner Abwärtstrendkanal, alles wunderbar im Flow. So, jetzt kurzer Schwenk zum US-Dollar-Yen. Das war das Fazit für damals. Korrekturphase, besitzender Spielraum bis 100 Yen. Wunderbar, genau die Marke hat er auch erreicht. Wir schauen uns gleich den Chart an. Dazu kam die Ansage, dass die Bank of Japan massiv intervenieren wird, weil sie die Marke von 100 Yen nicht aufgeben wird. Und genau das ist auch passiert. Die Marke von 100 Yen wurde nie per Wochenschlusspreis unterschritten. Die Bank of Japan hat massiv verbal und auch aktiv interveniert. Und die Frage ist eben, warum hat sie es getan? Ja, weil sie Interesse daran hat, dass es eben nicht weitergeht mit dem Yen, mit der Yen-Aufwertung. Und das werden wir uns auch langfristig mal anschauen, ob das so richtig ist. Letztlich Preise unter 100 Yen kaum vorstellbar und das ist eben auch nicht passiert. Letztlich ist aber auch nicht nach oben rausgebrochen. Ja, der Widerstand bei 1,2413, ihr seht das hier, ist Level, da müsst ihr schon noch drüber hüpfen,
um da wirklich ein mittelfristiges Kaufsignal zu generieren. Also US-Dollar-Yen dahingehend entspannt, aber interessant, dass wir die 100er-Marke eben verteidigt haben. Und das seht ihr hier im Chart, das ist der Chart von damals. Hier das Level von 100, auch charttechnisch im Übrigen sehr, sehr relevant, sehr, sehr interessant. Also ein Horizontalsupport, wir wollen gar nicht auf die Fibos eingehen und dergleichen. Letztlich ein schönes Level und runde Hausmarken sind ja auch am Indexmarkt, wie Dow Jones 20.000, DAX 10.000 oder Aktie Allianz 100, wie auch immer, sehr, sehr magisch. Und das ist natürlich beim Euro-Dollar die Parität oder beim US-Dollar-Yen auch die Marke von 100. Das ist schon runde Hausnummern, haben tatsächlich einen Anziehungsfaktor für den Optionsmarkt, aber andererseits auch psychologischer Natur. Letztlich, was ist hier passiert? Das ist der aktuelle Chart. Wie angenommen, gingen wir in Richtung 100, das war wunderbar, die hat auch gehalten, die Marke, und seitdem haben wir einen starken Rebound gesehen. Also einen schönen Abprall, und ihr seht ja, dass wir dann einen kurzfristigen Abwärtstrend haben. Schräge Trendlinien sind natürlich immer ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen, aber letztlich haben wir hier noch einen intakten Abwärtstrend, haben einen schönen Rebound gesehen, von der 100-Yen-Marke kommend, und jetzt ist eben auch hier die Frage, wie geht es weiter? Ja, da werden wir jetzt noch ein Stück dann ins Detail mal gehen. Doch zuvor. Der Dollar ist ja praktisch Weltwährung Nummer 1, wird es auch noch eine Weile bleiben, glaube ich. Ob der chinesische Renminbi oder Yuan das dann mal ablösen werden irgendwann, das werden wir mal sehen. Aber letztlich ist der Währungsmarkt immer noch dominierend vom Dollarindex, weil ja eben auch Rohstoffwährung und dergleichen. Und damals habe ich eben Euro-Yen, also Euro und den Yen und den Dollar analysiert. Und heute nehmen wir eben noch das britische Pfund dazu. Und da seht ihr praktisch hier die Zusammensetzung des Dollarindexes, ja, das ist praktisch der Außenwert des US-Dollars in den 6 Währungspaaren gekoppelt. Und da haben wir praktisch die großen 3 dabei. Also die beeinflussen den US-Dollar-Index natürlich maßgeblich, also das Gegenspiel sozusagen. Also sehr, sehr interessant, dass wir jetzt sozusagen die Top 3 des Indexes einerseits betrachten und den Dollar andererseits. Und wenn wir den Dollar andererseits betrachten, dann schauen wir mal auf den Quartalschart. Seit dem Ende von Bretton Woods, also praktisch hier der Aufgabe der Währungsstarrheit, also der freie Währungshandel wurde ja 71. ein Stück weit wieder reaktiviert, und seitdem sehen wir hier den US-Dollar-Index, der sich, und das ist ja unschwer zu erkennen, in einem übergeordneten Abwärtstrend befindet oder befand. Ja. Technisch gesehen seht ihr, was passiert ist. Wir sind da ausgebrochen, sehr dynamisch, nachdem es eben auch hier im Nachgang der Finanzmarktkrise Dollarzuflüsse gab. Und da habt ihr so eine Art kleines symmetrisches Dreieck, haben wir da gesehen. Und ja, der ist dann nach oben rausgelaufen und hat jetzt sozusagen Fahrt aufgenommen. Wenn man das Chartbild so sieht, würde ich auch sagen, sehr, sehr bullisch. In dem Sinne, dass wir auch ein Pullback an die Linie gesehen haben. Also charttechnisch eine Finesse. Insofern kann der Dollar wohl weiter aufwerten. Auch wenn ich mir das Chartbild anschaue, bin ich der Meinung, wir sind noch nicht am Ziel beim US-Dollar. Der wird wohl noch ein Stück weit zulegen. Allerdings, ob er bis hierhin, und das wird jeder von Ihnen sehen, die letzten Highs aus den 90ern, ob er bis hierhin geht, das werfe ich gleich mal vorweg, wage ich zu bezweifeln. Weil wir sind zyklisch schon bald im 8., 9. Jahr der US-Dollar-Aufwertung, und das ist schon fast zu lang. Das schon mal vorweg. Also ich glaube, der Dollar ist definitiv, deswegen auch die Ansage der Headline vor dem Finale. Ich glaube, wir haben die große Strecke der Aufwertung gesehen, und was jetzt noch kommt, das ist ein Highlight. Und dann denke ich mal, könnte es andersrum kommen. Ob das an Trump liegt, ob das an Janet Yellen liegt oder an irgendwelchen weltpolitischen Dingen, die wir noch nicht wissen, sei mal dahingestellt. Aber ich wage die Prognose, der Dollar hat seinen Zenit in Sachen Rallye erreicht, und ich glaube, eher langfristig, auf Sicht von mehreren Jahren, wird der Dollar tiefer stehen. Also er wird das nicht machen, was er fortsetzen, was wir hier gesehen haben. Das ist meine Einschätzung. Man muss die als Analyst und Trader auch revidieren. Das werden wir, wie gesagt, charttechnisch jetzt mal eingrenzen. Ich habe Ihnen heute hier nochmal den Wochenchart mitgebracht. Das sind die Wochenkerzen. Ein Stück weit Zoom in den Chart hinein. Und da sehen wir auch hier sehr schön, dass wir eine Range beim Dollar-Index aufgebaut haben. Das ist ähnlich der Range wie beim Euro-US-Dollar. Okay? Das fing in 2015 an zu laufen, und dann haben wir hier uns zwischen, interessanterweise wieder runde Marke, bei 100 Punkten hier oben den Kopf gestoßen, mehrfach. Dann gab es den Ausbruch im letzten Jahr und wups, ein Pullback genau in die runde 100-Punkte-Marke, und jetzt sieht es so aus, als würde er nach oben gehen wollen. Und ja, der wird wohl nach oben gehen wollen, weil technisch ein idealer Pullback. Und ihr seht es auch, was ich gemacht habe in der charttechnischen Analyse, relativ simpel. Ich habe eine Projektion der Range nach oben und unten gemacht. Und wenn ein Ausbruch erfolgt, ist es relativ wahrscheinlich, zumindest die Annahme ist gegeben, dass wir genau die Range nach oben oder unten abtragen. Da wir nach oben ausgebrochen sind, ist meine Erwartungshaltung, dass wir durchaus die Range abtragen. Und das würde ein theoretisches Ziel beim US-Dollar-Index erlauben in dem Bereich 108 Punkte. Und das, meine lieben Zuschauer, denke ich, wäre dann auch das Hoch gewesen. Also ich glaube, das ist möglich. Also ja, der Dollar wird wohl aufwerten, aber ob er das ganze Jahr lang tut, / langfristig, glaube ich eher nicht. Was dann im Bereich 108 passiert, das werden wir mal sehen. Da schauen wir uns dann auch gleich die anderen Währungen an. Aber grundsätzlich, 108 entspricht nicht unbedingt dem hier. Das wäre nämlich 118 etwa.
118 Punkte im US-Dollar-Index wäre ein technisches Ziel anhand des Quartalscharts. Anhand des Wochencharts und der Projektion der letzten Range komme ich nur auf 108 Punkte. Also nicht ganz das Ziel, was theoretisch andere Leute im Big Picture ableiten. Aber das mal als erste Ansage, 108 Punkte und dann könnte es nach unten gehen. Oder aber wir scheitern kläglich, und das ist natürlich das Schöne bei uns Analysten, wir haben immer ein Szenario B, entweder da, wo der Stopp liegt oder wo wir unsere Meinung ändern. Ja, aber es ist wichtig, seine Meinung auch zu ändern, weil viele Leute verlieren viel, viel Geld, wenn sie bei ihrer Meinung bleiben. Nach dem Motto, ich habe ja Recht und der Markt nicht, das wissen Sie alle, deswegen arbeiten wir alle sehr vernünftig mit Stoppkursen, weil wenn wir falsch liegen, dann kriegen wir das um die Ohren und dann war es das. Ja, und das sagt praktisch hier auch Szenario B. Das heißt, wenn wir hier unter die 100-Marke runtergehen, wäre es noch kein Beinbruch. Wenn wir den Aufwärtstrend seit 2014 brechen, der hier verläuft, da diese Trendlinie, und eben deutlich unter die 100-Marke, unter der Marke gehen und dann noch das Level von, das ist 97, 96, also 97 Punkte unterschreiten, dann wäre der graue Pfeil aktiv und dann denke ich, dann sind wir relativ gefangen in einer Abwertung des Dollars. Aber das sehe ich jetzt kurzfristig noch nicht. Ich sehe definitiv den blauen Pfeil als wahrscheinlichere Annahme, dass wir erstmal nach oben laufen. Gut, ganz kurz, bevor wir jetzt den einzelnen Währungen uns zuwenden, ich habe immer die Währungsindizes mitgebracht, diesmal zeige ich euch jetzt nicht einzelne Währungsindizes, da bleibt die Zeit nicht zu, auch weil ich das britische Pfund eben nochmal extra beleuchten will. Aber das ist, ihr seht, woher das sich berechnet, so ein Stück weit eine Ableitung vom US-Dollar-Index, aber eben als Euro-, Yen- und Pfund-Basiswährung. Und das zeigt euch jetzt gleich mal im Quartalschart auf Sicht der letzten 40, 50 Jahre, wie denn hier das große Währungsgefüge war im Währungsstrom. Und das sieht so aus. Und da ist zu erkennen, sehen wir gleich im Fazit nochmal zusammengefasst, dass der Yen generell eine Aufwertungsphase vollzieht und das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Damit hat die Bank of Japan definitiv ein Problem und das will sie nicht. Deswegen haben wir auch schon lange eine Nullzinspolitik, aber auch das hilft nicht. Also es ist sowieso in Deflationsgefügen in Japan eine relativ brisante Sache. Steuern wir da in Europa drauf zu? Man weiß es nicht, aber weltweit die globalen Zinsniveaus sind ja auf einem Niveau, wo man sagen kann, schwierig. Einzig die USA steuert dagegen. Ja, und das hat auch dazu geführt, dass ab 2014 natürlich der Dollar insbesondere eine starke Aufwertung vollzogen hat, weil Quantitative Easing eingestellt wurde und eben Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt wurden, die dann allerdings nicht im letzten Jahr so aggressiv erfolgten wie angedacht, weil da hieß es ja, wir machen 2, 3 Leitzinserhöhungen. Was ist passiert? Ein Jahr nach Ankündigung haben sie überhaupt erstmal an der Schraube gedreht. Ja? Also sehr, sehr zurückhaltend und zaghaft. Und ob sie dieses Jahr ihre 2, 3 Leitzinsanhebungen in den Markt werfen, ist angekündigt, ob sie es machen, steht auf einem anderen Blatt. Ja, aber letztlich sehen wir hier der Dollar in einer Erholung, aber langfristig schwach, haben wir an dem großen Chart schon gesehen, USDX als Kürze. Yen sehr stark, Euro auch auf der Oberseite unterwegs, muss man interessanterweise sagen, langfristig, wenngleich der Euro hier zurückgerechnet wurde, den gab es natürlich in den 80er Jahren als solches nicht, aber interessant auch, die älteste Währung der Welt, das britische Pfund. Ein einziges Trauerspiel. Ja, also das britische Pfund, United Kingdom, große Seefahrer und Welteroberer, das ist schon lange Geschichte. Ob sie sich mit dem Brexit einen Gefallen getan haben, Trump und Co. meinen das ja, darf man mal gespannt sein, aber der Dollar, also der Dollar und auch das britische Pfund insbesondere, was eben seit dem 12. Jahrhundert in den Geschichtsbüchern steht als Währung, Pfund Sterling, einziges Trauerspiel. Und insofern mal gespannt, darf man gespannt sein, was hier noch abläuft. Deswegen hier Währungsvergleich. Deshalb, was da steht, habe ich im Prinzip gerade zu dem Chart erklärt. Da brauchen wir uns gar nicht mehr lange drauf aufhalten. Könnt ihr aber in der PDF praktisch nochmal nachlesen, was da sozusagen das Statement zu den einzelnen Währungs, nicht Währungspaaren, sondern einzelnen Währungen war und die praktisch hier, wie gesagt, immer die Aktie eines Landes darstellen. Ja. So, kommen wir jetzt zur aktuellen technischen Lage beim Euro-US-Dollar. Ich will Sie nicht beeinflussen, Sachen des Tipps von Manfred, ne? Weil wie gesagt, ich schaue hier auf den Monatschart und nicht auf die nächsten 3 Monate, sondern eher so, was könnte in 2017 passieren, was könnte in 2 reingeleitet auf 2018 passieren. Das sind so Sachen, das soll auch hier genau dem Zweck dienen, dass wir eben keine kurzfristigen Ansagen machen, sondern wirklich Big Picture und entsprechend auch mit großen Marken arbeiten. Der Abwärtstrendkanal, ganz klassisch, schon immer wieder intakt, wurde mehrfach unten bestätigt, hervorragend technisch gesehen, also so ein Musterbeispiel in Sachen Chartverlauf sieht man eben auch selten. Der Abwärtstrend ist wie gesagt intakt und wir sind im Bereich 1,050, das seht ihr mit dem grünen Pfeil hier unten, abgeprallt. Ja? So, die Frage ist eben jetzt, viele haben erwartet, dass die weitere Abwertung des Euros kommt. Und ja, ich glaube es auch, wenn wir nämlich nochmal drunter gehen oder neues Mehrwochentief machen oder neues Mehrjahrestief vielmehr in dem Zusammenhang auch, dann geht es wohl weiter nach unten. Und das sollte entsprechend so ablaufen. Ich zeige euch gleich nochmal einen anderen Chart, wieso ich auf die Marke um die Parität komme, / Spike darunter.
Ich glaube, wenn der Euro tatsächlich die Parität erreicht und auch darunter geht, dann werden die Untergangsgesänge nur so groß sein, wie man sie kaum finden wird. Ja? Man wird wahrscheinlich in der Bild lesen, der Euro ist dem Untergang geweiht, die Währungsunion kippt, alles scheitert und ihr wisst genau, was das ist. Wenn alle in eine Richtung blasen, dann ist es Zeit zu kaufen. Und ich glaube, das könnte der Big Trade des Jahres 2017 sein, wenn wir beim Euro-US-Dollar die Parität sehen, die Weltuntergangsgesänge größer und größer werden und dann aber überraschenderweise einerseits anhand dieses langfristigen Charts abgeleitet, haben wir hier einen Supportbereich um 0,9680, da kommt die Zahl rein. Wenn wir die im Tief sehen, wäre es fantastisch. Ob es kommt, wissen wir nicht, aber es wäre fantastisch. Und dann haben wir gleichzeitig hier auch noch unten diese Unterkante des Abwärtstrendkanals. Ja, man spricht da von einem Kreuzsupport, ja, zweifacher Hinsicht. Hervorragend. Und wenn das passiert, dann sehe ich, meine lieben Zuschauer, eine Aufwertung in dem Bereich 1,20. Und das sieht aktuell kein Mensch. Das finde ich aber gut. Ja, gegen den Markt zu schwimmen ist okay. Entweder geht man gnadenlos unter und ich kriege nächstes Jahr die Eier an den Kopf geworfen. Oder der Manfred gibt mir dann auch mal eine Flasche Wein aus. Übrigens, ich trinke eher Sweet. Ne? Aber, um das Thema nochmal aufzugreifen, aber grundsätzlich wäre das technisch gesehen eine sehr hervorragende Ableitung, die sich hieraus ergibt und meines Erachtens auch fundamental eventuell. Denn wenn die USA keine Zinserhebung, das haben sie ja letztes Jahr bewiesen, ja, sie haben 2, 3 in Aussicht gestellt, am Anfang sogar 4, eine ist nur erfolgt und ganz am Ende kommt es dann noch so, dass wir jetzt in diesem Jahr vielleicht auch nur eine, wenn gleich vielleicht gar keine sehen, aufgrund dessen, dass Trump einfach den US-Haushalt platt macht mit seinen Ideen. Und dann kommt plötzlich die EU und sagt, wir machen unser Anleihekaufprogramm doch nicht mehr so stark ausbaufähig. Die EU wächst aus welchen Gründen auch immer. Andere Kooperationen, ich will mich da nicht fundamental verlieren, aber es ist sehr, sehr interessant, da mal eine gewisse Prognose zu wagen, dass der Euro eben hier sehr, sehr stark überraschen könnte auf der Oberseite. Und wenn das nicht passiert, das ist Szenario B, ich glaube, wenn wir unter 0,9680 per Wochenschluss gehen, ja, dann sehen wir vielleicht die zurückgerechneten Tiefs hier aus der Jahrtausendwende. Dann wären wir vielleicht durchaus in dem Bereich 0,82 unterwegs. Glaube ich aber nicht. Also glauben ist nicht wissen und das ist hier keine Wissenschaft, aber insofern will ich jetzt auch nicht mich darauf fokussieren, dass wir unbedingt da runtergehen. Aber ich glaube, kann es nicht annehmen, auch die Massenpsychologie der Chart, es spricht viel dafür, dass es wirklich eine Überraschung geben könnte. Und da wäre ich sogar auch geneigt, einen langfristigen Trade auf Positionsbasis zu machen, weil das sehr, sehr interessant ist, was da nach oben geht. Wir sprechen hier über deutliche Bewegungen am Währungsmarkt und das dürfte auch ein deutliches Gefüge im internationalen Währungsraum mit sich bringen. Gut. Saisonale Tendenzen generell, ohne zu viel da auch einzutauchen. Wir sind beim Euro-Dollar langfristig. Ich habe es ja auch damals oder vorhin in dem großen Währungschart gesehen, wo ich die einzelnen Währungen gegeneinander gestellt habe. Der Euro tendenziell nach oben gerichtet und der Dollar-Index tendenziell nach unten. Saisonal gesehen, auf Sicht der letzten 17 Jahre ist das jetzt nur, aber auch hier die Tendenz, okay, generell, ohne die einzelnen Monate jetzt zu sehr ins Kalkül zu nehmen, auch ein positiver Bias, der kurzfristig beim Euro-Dollar zum Beispiel hier durchaus nochmal Tiefs im Mai-Juni zulassen dürfte und dann vielleicht, wenn wir die Parität gesehen haben, saisonal mit Rückenwind nach oben dreht. Das kann aber auch erst im Herbst passieren. Ich glaube, es wird sich eine Zeit ziehen mit der Parität und auch der Kampf um die Parität dürfte sehr, sehr spannend sein. Also ich glaube, der Touch nicht runter und reboundet mit einem V-Reversal nach oben, das glaube ich nicht. Es wird wohl eher so sein, dass es da wirklich ein Tauziehen des großen Geldes gibt. Was ich noch als Highlight dabei habe, ich weiß, der eine oder andere hält es für mystisch, der nächste Marx, der nächste, weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Mit Fibonacci arbeiten wir letztlich alle, das wisst ihr, Korrekturlevel, der goldene Schnitt, optimale Proportion, ja, beim Mann wie bei der Frau. Wenn die Fibonacci-Verhältnisse passen, dann sieht die Person eigentlich relativ gut aus. Und das umgemünzt, ja, Gardley, ich will jetzt gar nicht zu viel in die Geschichte gehen, es gibt letztlich einige Theoretiker des letzten Jahrhunderts, die im Grunde genommen hier mit den Fibonacci-Levels auch Konstrukte gebaut haben, das nennt sich Harmony Pattern, die hier alles Counter-Trend-Signale liefern. Also ihr seht, das Harmony Pattern, das zeigt im Prinzip hier eine gewisse Kombination aus Fibonacci-Extensions und Fibonacci-Retracement-Levels an. Und da heißt es hier an finalen D-Punkten, könnte gegen der übergeordneten Trendrichtung, und alle Harmony Patterns sind Counter-Trend-Pattern, das heißt, die gehen immer massiv gegen den Trend. Also wenn der Trend bullisch ist, dann kommt ein Short-Pattern und umgekehrt, wenn der Trend bärisch ist, kommt ein Long-Pattern. Und genau so ein Ding haben wir beim Euro-US-Dollar auf Monatsbasis. Und das ist ein Chart, den habe ich Ende 2015, Anfang 2016 gemacht. Und da war auch die Annahme, dass wir eben hier, wie gesagt, es ist ein alter Chart, dass wir nicht über 1,15 gehen und die Parität anlaufen. Und zwar in 2016 idealerweise schon. Okay, das ist ein Monatschart, es ist nicht so gekommen, aber das große Bild
Das Harmony Pattern Monatschart, da reden wir eben nicht über einzelne Pip-Bewegungen und auch nicht über einzelne Tage. Das ist wirklich Big Picture. Und ja, es kann sich auch ins Jahr 2017, vielleicht sogar 2018 hineinziehen. Aber das Pattern selbst unterstreicht jetzt nochmal, unabhängig des Abwärtstrendkanals, unabhängig der Unterstützung bei 0,9680, dass es hier eine Chance gibt zu rebounden. Und die Harmony Pattern, entweder funktionieren sie grandios mit einem kleinen Risiko, mit einem sehr, sehr kleinen Risiko und einem großen Chanceverhältnis, oder sie scheitern kläglich. Also wenn das Harmony Pattern aufgelöst wird mit Preisen deutlich unter 0,9680 zum Beispiel, dann wäre es kläglich gescheitert und dann wird die EU vielleicht auseinanderbrechen und keine Ahnung, den Euro wird es nicht mehr geben. Ich glaube es nicht und das bestätigt auch die Harmonie. Ein bisschen mystisch, aber aktueller Chart zur Harmonie sieht jetzt so aus. Das ist wie gesagt der Chart von der aktuellen Woche. Wir sind wie gesagt hier in diesem Preislevel erstmal technisch angelangt und haben einen Support ausgebildet. Ich glaube aber, nochmal Wiederholung, dass wir da eben durchgehen und das Harmony Pattern bullisch aktivieren. Und bullisch aktivieren tun wir es, wenn sich gewisse Fibonacci-Level sozusagen kreuzen und das ist hier genau der Bereich um die Parität. Was für ein Zufall. Hervorragend. Also es ist ein schöner Match, den wir hier sehen und der durchaus das ganze Szenario zum Euro-Dollar hier nochmal unterstreicht und mir dann auch ein bisschen Optimismus verleiht, dass ich den Chart dann in 10 Jahren meinen Kindern zeigen kann und sage, guck mal, hat Papa damals doch richtig gesehen. Ne? Wenn es so kommt, ansonsten schmeiße ich es natürlich weg. Na, ist klar. Das können wir Analysten immer machen. Okay, gut. Weiter im Text. 0,96, wie gesagt, wichtige Marke. Parität, ob wir da so tief gehen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wie gesagt, die Chancen sind sehr, sehr gut, dass wir die 1,20 sehen. Kurz was Fundamentales, einfach nur damit wir wissen, woher wir kommen, wohin wir gehen. Wir sind weltweit, wie gesagt, gerade im angelsächsisch-westlich orientierten Raum auch zinstechnisch auf dem tiefsten Stand überhaupt. Was das für langfristige Auswirkungen haben wird, Inflation wird hochgekocht, müssen wir alles sehen. Aber es ist fast schon unvermeidlich bei diesen Zinsniveaus. Aber wir sehen auch, dass die EZB eben da noch eine deutliche Schere hat zur USA, die hier schon als einzige Großnation des Westens in das bullische Horn bläst. Ja. Ob sie es eben lang genug machen werden, das wage ich zu bezweifeln. Aber grundsätzlich spricht das eben auch rein fundamental jetzt erstmal für eine Dollarstärke, die den Euro eben auch darunter drückt, wo wir ihn hinsehen wollen, nämlich zur Parität und ein Stück weit tiefer. Ja, das als Idee nochmal, das fundamental, wie gesagt, auch untermauert. Sehr schön. Fazit, das ist das, was ich alles schon gesagt habe, könnt ihr aber dann nochmal in der Summe sozusagen lesen, die Zusammenfassung dessen, dass es eine Überraschung 2017 kommen. Also wie gesagt, ich habe ja schon 2016 mit der Parität, mit einem Touch gerechnet, jetzt habe ich noch ein Jahr mehr Zeit. Ich will nicht hoffen, dass ich nächstes Jahr hier stehe und immer noch auf die Parität warte, aber vielleicht sehen wir auch einen ganz elenden Seitwärtsmarkt zwischen 1,05 und 1,15, ja. Also eine 1000-Pip-Range und da bewegt er sich möglicherweise über Monate seitwärts. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann, dass wir keine Signalauflösung bekommen, weder nach oben noch nach unten. Aber ich glaube, dass es dieses Jahr gerade vor dem Hintergrund, was in den USA so abläuft mit Mr. Trump, sicherlich garantiert, dass wir da Volatilität bekommen und möglicherweise eben auch einen Ausbruch. Gut, das wäre es zum Euro-US-Dollar gewesen und jetzt muss ich mich sputen. Also ich rede jetzt eh schon schnell, jetzt rede ich nochmal schneller. Ich hoffe, Sie können mir noch folgen. Ich passe auf, dass ich mich nicht überschlage, aber wir wollen natürlich auch sehen, was macht der US-Dollar-Yen. Vorhin auch schon bewertet, wie gesagt, den Chart hatten wir aktuell gesehen. Ich glaube, dass im Sinne dessen, dass der US-Dollar eben auch durchaus nochmal nach oben kommt, also eine Aufwertung vollzieht, was den Euro wiederum nach unten drückt, dass der US-Dollar-Yen durchaus nochmal einen interessanten Bereich anlaufen kann, nämlich die letzten Hochs. Die letzten Hochs aus 2014, 2015, ihr seht das da oben, Bereich 124,13 ist das, um genau zu sein. Und die Niveaus sehe ich durchaus als erreichbar an, dass wir eben hier noch einen Schub nach oben sehen. Da gehe ich auch mit Goldman Sachs und Merrill Lynch confirm, die ja auch einen starken Dollar 2017 erwarten, sozusagen, dass der US-Dollar-Yen auch davon profitieren dürfte. Yen entsprechend schwach, US-Dollar hoch. In dem Bereich bei 124,13 haben wir aber allerdings hier auch wieder Punktlandung aus 2007 ein Hoch gehabt und da sind wir auch hier exakt gescheitert, 2014-15. Ich könnte ja hier oben gegebenenfalls ein Dreifach-Top werden, ja, dass er da oben nicht durchkommt und wenn der Dollar eine Schwäche zeigt, glaube ich auch, wird es hier wieder nach unten gehen. Das, wie gesagt, die Annahme, die mich hier dazu veranlasst, dass wir nach oben laufen könnten, aber den langfristigen Ausbruch sehe ich eigentlich nicht. 120 bis 124 Yen ist also für dieses Jahr meines Erachtens eine durchaus erreichbare Zielmarke für US-Dollar-Yen. Wahrscheinlicher als dass wir, jetzt kommt nochmal Szenario B, unter die Marke von 110 deutlich gehen und nochmal die 100 Yen testen. Das glaube ich in diesem Jahr eher weniger. Wie das langfristig aussieht, bewerten wir vielleicht nächstes Jahr, aber aktuell sehe ich eher den bullischen Bias eben nach oben und die 100 Yen-Marke auf der Unterseite eher unter berücksichtigt oder untergeordnet.
Wenn wir die 100er-Marke brechen, dann sieht man das auch charttechnisch, dann hätte das auf jeden Fall gravierende Folgen. Wir wären auch in diesen Abwärtstrend, langfristigen Abwärtstrend wieder eingetaucht. Höchst bärisch, ja, wenn das passiert. Würde aber dem ganzen Bias zusprechen, dass der US-Dollar am Zenit ist und so langsam aber sicher seine Hochs gesehen haben dürfte im weiteren Jahresverlauf und dann eben tatsächlich ein großer Überraschungsmove nach unten startet. Also die 100-Yen-Marke wird uns definitiv, glaube ich, 2018 mit großer Sicherheit beschäftigen. Ja, und wenn wir da durchgehen, dann haben wir Dynamik, Volatilität, das brauchen wir ja mehr oder weniger. So, saisonal, US-Dollar-Yen sehr, sehr volatil, hängt auch mit dem Yen eben zusammen und den Aktivitäten von Shinzo Abe und den Abenomics und den ganzen Ideen, da überhaupt das alles anders und neu zu machen und das ganze Land und die ganzen ETFs staatlich aufzukaufen. Ob das alles so der richtige Weg ist, was Japan da fährt, das wird sich langfristig auflösen, aber letztlich fiskalpolitisch eigentlich eine relative Katastrophe, was da drüben abläuft. Und volatil wird es bleiben, das muss man ganz klar sagen. Wohin die großen Währungsgelder letztlich sich dann positionieren, das dürfen wir abwarten, aber grundsätzlich spricht auch hier, ist ganz interessant zu sehen, jetzt erstmal was für eine Aufwertung und dann in den Sommer, Herbst reingehend ein mögliches Tief und dann wieder Rebound nach oben. Wie gesagt, Saisonalität ist eine Tendenz, die, wenn sie zum Chart passt, ich immer sehr, sehr gern nehme, sozusagen um eben Rückenwind zu haben. Wenn es nicht passt, hat für mich der Chart immer ein Übergewicht. Also die aktuelle Price Action ist definitiv relevanter als die Saisonalität für mich, wenn jetzt auch gerade wichtige Marken gebrochen werden. Aber das als Hintergrund immer mal ein Stück weit eingeblendet, sicherlich von Interesse. Also Fazit, auch das, was ich eben schon ein Stück weit zusammengefasst habe. Es wird volatil bleiben, der US-Dollar ohnehin mit starker Bewegung seit einiger Zeit. Und auf der Oberseite, die Ziele sehe ich jetzt langfristig noch nicht kommen. Da zeige ich euch jetzt mal einen langfristigen Chart auch, 135, 147. Falls wir die 124,13 und insbesondere per Wochenschluss die 125 überwinden sollten, dann hätten wir hier eine Perspektive für wirklich deutliche Ziele auf der Oberseite. Und die leite ich anhand dieses langfristigen Charts ab aus den 70ern auch. US-Dollar-Yen ist das im Linienchart hier auf Jahrzehnte-Basis. Und da sehen wir auch hier die schöne Range, 124 auf der Oberseite und 100 auf der Südseite. Und in dieser Range pendeln wir eben hier schön hin und her und wir sind jetzt hier im oberen Drittel unterwegs und ich glaube eben, dass wir durchaus nochmal nach oben laufen und uns hier aber durchaus wieder den Kopf stoßen und es eben nicht schaffen auszubrechen. Wenn das passiert und ich mich wirklich völlig irre, der Euro praktisch deutlich unter die Parität geht, der US-Dollar-Yen hier die 125 nach oben aufspringt, sprengt und der US-Dollar-Index, auch die von mir vorhin orakelten 108 Punkte, überwindet, dann haben wir da deutliches Aufwärtspotenzial. Dann kann es echt eine Renaissance des Dollars geben, aber würde mich sehr überraschen, wenn das passiert. Aber es könnte passieren, wenn die technischen Signale das uns liefern, ja, also wenn das wirklich kommt, Euro richtig sauber, deutlich unter die Parität, unter 0,9680 und eben dann hier der US-Dollar über die 125, ja, dann haben wir sehr, sehr bullische Signale für den Dollar. Ja, das muss man einfach mitnehmen, aber eben das unwahrscheinlichere Szenario aus meiner Sicht. Also 124 im Auge halten auf der Oberseite, das dürfte interessant sein, wenn wir dahin steuern. Und 100 auf der Unterseite. Ihr seht, das ist ein Riesenrange, 2400 Pips. Also da haben wir Volatilität, die sich unter Umständen für uns eröffnen könnte, wenn der Markt in die eine oder andere Richtung dreht. Jetzt zum britischen Pfund, US-Dollar. Ja, wir sind gut in der Zeit. Wir sehen hier erstmal einen Chart, der auch sagt, okay, ohne auf die einzelnen Jahre jetzt eingehen zu wollen, sind wir auch hier, ähnlich wie beim Euro-US-Dollar, einem großen Abwärtstrendkanal. Der Brexit-Event hat hier eine markante Unterstützung zur Aufgabe gebracht. Wir schauen uns nachher auch nochmal einen sehr, sehr großen Chart zum britischen Pfund US-Dollar an. Aber hier, um die technische Situation ein Stück weit zu erfassen, die Marke von 1,40, runde Hausnummer wieder, hachaje. Wir hatten vorhin schon einige runde Nummern, ja, und hier auch wieder die 1,40, sehr, sehr interessant. Und wir haben hier auf der Südseite die 1,20. Fast schon magisch. Die haben wir zweimal angelaufen, sind per Wochenschluss aber nie drunter gegangen. Wieder Wochenschluss. Ja, wir waren bei 1,19, ich glaube es war 26 im Tief oder 36. Letztlich die per Wochenschluss sind wir drüber gewesen über der 1,20 jedes Mal. Und wir haben hier schon einen kleinen Doppelboden ausgebildet. Und meine Idee, gerade weil ich auch davon ausgehe, dass der Dollar durchaus noch ein Stück weit zulegt, dürfte sein, dass wir die 1,20 nochmal anlaufen. Vielleicht sogar nochmal mit einem Spike nach unten und die 1,19 im Wochenhandel rausnehmen, aber der Wochenschluss definitiv wieder über der 1,20 ist. Dann sehe ich dann einen richtig schönen Dreifachboden, der wiederum dann initiiert, okay, wenn der Dollar dann wirklich dreht von seinem bullischen Bias auf bärisch, dass auch das britische Pfund eine deutliche Renaissance erfahren könnte. Und dann reden wir hier sogar auch im Bereich 2000, 2500 Pips, weil ich glaube, dann könnten wir einen schönen Pullback an die Marke von 1,40 sehen. Ja.
Also ihr seht, wir haben eigentlich unmittelbare Support-Levels vorausliegend, sowohl beim Euro, US-Dollar, als auch beim britisch Pfund, US-Dollar, US-Dollar-Yen ebenfalls. Also die Spielräume in Sachen Dollar-Aufwertung oder Dollar-Stärke sind begrenzt, meines Erachtens. Andererseits das Überraschungspotenzial, das der Dollar eben dreht, sehr, sehr erhöht. Und das eben gerade bei Euro, Yen und Pfund. Also wirklich den drei großen Gegenspielern gegen den Dollar, die hier charttechnisch uns sehr, sehr schöne Indikationen liefern, dass es eben doch hier einen Rebound geben könnte. Und 1,40 bleibt jetzt mal ein Ziel. Ihr seht zwischengeschaltet die 1,35 hier. In jedem Falle, wenn die 1,20 halten sollte, haben wir die großen Chancen auf eine Aufwertung. Ja, auch wenn das vielleicht jetzt keiner glauben mag und übergeordnet das große Bild vom britischen Pfund wirklich ein Trauerspiel ist, ist die 1,20 hier charttechnisch eine richtig schöne runde Hausnummer mit der Tendenz eben Schub zu geben. Wenn wir da unter 1,19 wieder per Wochenschluss gehen, da haben wir auch die Saisonalität zum britischen Pfund, ihr seht es am roten Pfeil, ähnlich desaströs, deckt sich eben mit der Meinung, dass wir übergeordnet eine Pfundschwäche haben. Hier das Fazit letztlich nochmal zusammengefasst, Chance auf Dreifachboden bietet praktisch die Überraschung Nummer 2. Also US-Dollar-Yen ist für mich keine Überraschung, weil ich glaube, es wird volatil bleiben, seitwärts. Aber gerade der Euro und das britische Pfund dürften eben hier gegenüber dem Dollar durchaus überraschen können. Und deswegen hier auch die Chance, wenn wir einen Dreifachboden sehen im Bereich 1,20, dass es da wirklich abgeht und die Post nach oben an Fahrt gewinnen könnte. Sollte es nicht passieren, Plan B, da zeige ich euch gleich den Langfristchart dazu. Wir haben hier 1986, ne, das war eine ganz andere Zeitrechnung. Das waren auch ganz andere globale Verhältnisse. Insofern schon schwierig, so einen Tief aus den früheren Jahrzehnten abzuleiten. Aber wenn wir uns den Langfristchart hier mal anschauen, dann haben wir jetzt genau das Bild von vorhin eben hier bis Mitte der 80er zurück und haben wir das Tief bei 1,052. Und wenn die 1,20 aufgegeben werden sollte, ja, dann haben wir 1500 Pips nach unten. Ja, das ist anzunehmen. Und dann geht die Abwertung weiter. Das spricht dann genau dafür, dass wir dann auch sozusagen eine weitere massive Dollaraufwertung sehen dürften. Das kann durchaus passieren, ist aber meines Erachtens nicht die vordergründig zu spielende Karte. Also, im Prinzip wäre ich jetzt durch, meine lieben Zuschauer, und ich bin just in time sogar. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gesprochen, aber eingangs nochmal kann ich euch sagen, wenn ihr an den Forex-Markt gehen wollt, ganz kurz, ja, prüft, mit wem ihr handelt. Ja. JFD hat einen Liquiditätspool von über 20 Banken, da ist Goldman Sachs, Bank of America, die ganzen Big Banks dabei, Tier 1 Banken und die Orders von uns werden eben zu 100% auch an den Markt gegeben und das weisen wir als einziger Broker nach. Wenn ihr kommt, ihr feuert eine Order ab von der Ausführung, von der Eingabeausführung bis zum letztlichen Trade, wird das auf 9 Seiten nachgewiesen, was mit eurem Trade passiert ist. Und da steht nicht drin, dass wir den in die eigenen Bücher genommen haben und gegen euch spekuliert haben oder irgendwelche Algos laufen haben, die eure Kundenprofile auslesen und dann genau wissen, wo wir zuschlagen müssen. Denn glaubst du mir, es gibt Algos, die wissen teilweise vor den Tradern, was der Trader tun wird. Und es wird auch teilweise genutzt am Markt. Ja? Und das ist eine absolute No-Go und deswegen Transparenz pur. Wenn ihr ansonsten Fragen habt, ihr seht die E-Mail-Adresse von mir, könnt ihr mich nachher noch kurz in der Pause fragen. Aber ansonsten stehe ich für jede Frage offen und ich hoffe, es hat euch gefallen, jetzt mal mit dem Währungsmarkt zu starten. Das ist eine Premiere, ich habe noch nie angefangen. Ne? War häufig nach Robert dran. Jetzt habe ich die Lanze mal gebrochen, dass ich der Erste war. Ich hoffe, ich konnte euch mitnehmen, ein Stück auf die Währungsreise, ein paar Inputs geben. Jeder ist sich selbst verantwortlich, das muss euch auch klar sein. Aber ich wäre durch an dieser Stelle und sage danke für die Aufmerksamkeit. Applaus